Bereits zum 30. Mal findet heuer im Oktober der Graz-Marathon statt. Der Lauf hat sich seit 1993 immer mehr etabliert und ist mittlerweile ein Laufklassiker und Fixpunkt im steirischen Sportkalender. Der Marathon, 42,195 Kilometer. Für Nichtläuferinnen und Läufer bloß eine Zahl. Für die, die es mit dem Laufsport halten, eine Magie mit unwiderstehlicher Anziehungskraft. Nachdem ich selbst nicht an der Wiege gestanden bin der Geschichte, ist es nach meiner Überlieferung so, dass es aus der kleinen Zeitung, aus einer Lauf-Community, aus einer sportbegeisterten Truppe, sei es im Sportressort oder in der Zeitung generell heraus entstanden ist. 1993 stellen sich 720 Sportler der Herausforderung. Gestartet wurde vor dem Schloss Eckenberg. 420 erreichen das Ziel auf dem Hauptplatz. Julius Holzner ist ein laufender Zeitzeuge der Premiere. Ich habe zuerst erst mit 50 Jahren habe ich vielleicht erst angefangen, diese kleineren Läufe da mitzumachen. Und dann hat einer mal gesagt, ja, jetzt ist ein Marathon. Ich habe gesagt, erst mit 60. Wenn ich 60 bin, dann ist mein erster Marathon. Und so, dann ist es aber losgegangen. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Laufstrecke mehrmals verändert. Vor der Grazer Oper hat der Marathon seit 2004 seine Heimat gefunden. Damals wie heute werden die Massen bewegt. Wir wollen für alle Zielgruppen ein buntes Programm anbieten. Wiederum Maskottchenlauf schon am Samstag als Einstieg, wo wir die ganzen Maskottchen von unseren Partnern und in der Steiermark motivieren mitzumachen bis hin zum Marathon. Natürlich ist Spitzenzeiten und Spitzenläufer ist ein großes Thema. 2022 hat der Kenianer George Onyancha die für Graz magische 2 Stunden und 10 Minuten Schallmauer geknackt. Es geht aber auch um viele persönliche Rekorde. Julius Holzner möchte heuer noch einmal die volle Distanz in Angriff nehmen. Ziel ist auf alle Fälle durchkommen bis zum Ende. Das wäre dann immerhin der erste 90-jährige Österreicher, der den vollendet hat. Bei der Jubiläumsausgabe vom 6. bis zum 8. Oktober steht das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund. Die Voranmeldung für den Graz-Marathon läuft.